Katastrophenfälle werden immer vielseitiger, komplexer und unberechenbarer. Um den Auswirkungen einer Katastrophe möglichst früh entgegenzukommen, sind entsprechende Maßnahmen notwendig. In der Stadt Kufstein liegt diese Verantwortung in den Händen der Gemeindeeinsatzleitung, welche im Notfall sofort eingreift. Doch was versteht man in Österreich unter einer Katastrophe? Eingeteilt werden Katastrophenfälle in Naturkatastrophen wie unter anderem Hochwasser, Lawinenabgänge oder Waldbrände. Technische Katastrophen wie zum Beispiel Explosionen und Brände oder schwerwiegenden Verkehrsunfällen wie Entgleisungen sowie sonstige Katastrophen. Darunter fallen Kombinationen unterschiedlicher Katastrophen, aber auch Pandemien. Uns ist wichtig, dass die Bevölkerung von Kufstein weiß, dass im Krisenfall die Gemeinde sie nicht im Stich lässt, dass wir zusammentreten mit einem Krisenstab aus Spezialisten aus allen möglichen Bereichen und dass wir schnellstmöglich alle geeigneten Maßnahmen in die Wege leiten. Doch bevor wir weiter auf die Struktur der Gemeindeeinsatzleitung eingehen, widmen wir uns auf die Aufgaben der Gemeinde im Katastrophenfall. Die Prävention ist die erste Phase im Katastrophenmanagement. Hierbei soll mit einer Gefahrenzonenplanung und baulichen Schutzmaßnahmen vorgebeugt werden. Den facettenreichen Gefahren entsprechend wappnet man sich in Kufstein immer mehr mit neuen technischen Hilfsmitteln. Zum Beispiel wurden im letzten Jahr in Geschiebe-Auffangbecken, um ein Verlegen der Stadtbäche bei massiven Niederschlägen zu verhindern, oder in die Ausstattung von Leuchttürmen, die bei einem flächendeckenden Stromausfall zum Einsatz kommen, massiv investiert. Die Stadt kann auf ein großes Sortiment an Katastrophenschutz-Equipment wie Notstromaggregate, mobilen Hochwasserschutz etc. zurückgreifen. Während der Katastrophe befinden sich die Gemeindeeinsatzleitung in der zweiten Phase der Intervention. Zentral hierbei ist die Rettung und der Schutz von Leib und Leben, gefolgt von Begrenzen der Auswirkungen und dem Schutz von Tieren, der Umwelt und von Sachwerten. Ziel ist die schnellstmögliche Rückkehr zum Normalzustand. Voraussetzung für ein erfolgreiches Handeln ist ein koordiniertes, zielgerichtetes Zusammenwirken von Behörden und Einsatzorganisationen. Jeder muss im Ernstfall wissen, was seine Aufgabe ist. Doch auch wenn das Schlimmste vorüber ist, gibt es noch viel zu tun. Die Einsatzleitung befindet sich nun in Phase 3. Hier geht es darum, den Normalzustand wieder herzustellen. Egal, ob das bauliche Maßnahmen sind, ob das organisatorische Maßnahmen sind, bis hin zu Müllentsorgungen, Unterkunftsbesorgungen. Es ist einfach die wesentliche Aufgabe, ist das Herstellen des Wieder-Normalzustands. Ist dies geschehen, erfolgt die Analyse. Das Katastrophenjournal wird beurteilt. In Feedbackrunden wird ermittelt, was gut lief und wo man Verbesserungspotenzial sieht. Dies wird schriftlich festgehalten, um mit den gewonnenen Informationen schlussendlich den Katastrophenschutzplan zu erweitern. Die Einsatzleitung ist so strukturiert, dass jede Aufgabe mit den passenden Kompetenzen erfüllt werden kann. Ganz oben steht die Einsatzleitung in Person des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter. Der Bürgermeister von Kufstein hat im Katastrophenfall die Gesamtverantwortung. Er ist derjenige, der den Einsatz leitet und Entscheidungen trifft. Dabei steht ihm ein detaillierter Katastrophenplan zur Verfügung. Damit die Gemeindeeinsatzleitung auch bei Abwesenheit oder Verhinderung des Bürgermeisters voll einsatzbereit bleibt, stehen wir jederzeit mit unserer gesamten Energie zur Verfügung. Es gibt dazu ein fix installiertes Team mit über 30 Personen aus der Verwaltung und aus Hilfsorganisationen, die im Krisenfall schnellstmöglich zusammentritt und alle geeigneten Maßnahmen setzt, die zum Teil ja bereits vorbereitet sind. Erster Ansprechpartner für den Einsatzleiter ist immer der Stabsleiter. Ja, ich bin der Einsatzkoordinator. Sozusagen als Leiter des Stabes ist es meine Aufgabe, dass die verschiedenen Stabstellen untereinander bestens aufeinander abgestimmt sind, dass sie instruiert sind, um dem Bürgermeister als Einsatzleiter eine bestmögliche Entscheidungsgrundlage aufzubereiten. Dem Stabsleiter untergeordnet sind die Abteilungen S1 bis S6. Ich bin im Katastrophenschutz der Stadtgemeinde Kufstein in der S1-Gruppe zuständig für das Personalmanagement, wobei ich aus einem Topf von ca. 450 Personen
für wo, Ort und im Background das Personal rekrutieren kann. Das S1 erstellt zudem den Schichtplan für die Leuchttürme und stellt Spezialkräfte als auch Berater bereit. Die Funktion der Stabsstelle S2 im Rahmen der Gemeindeeinsatzleitung ist die Darstellung der Lage. Wir erfassen die Situation vor Ort. Dabei benutzen die Verantwortlichen verschiedenste IT-Anwendungen, mit denen zum Beispiel Niederschlagsmengen oder Wasserstände erfasst werden. Die Funktion von S3 ist sehr stark gekoppelt mit dem S2, mit der Lagedarstellung. Wir sind eben zuständig dafür, dass wir die einzelnen S-Funktionen Aufgaben zuteilen, damit die eben wissen, was sie zu erledigen haben. Die Beurteilung, die Priorisierung sowie die Verteilung der Aufgabenstellungen stehen bei der S3 im Fokus. Zudem ist man die Vertretung des Stabsleiters in dessen Abwesenheit. Mein Team besteht aus 4 Personen für das Sachgebiet 4. Das Sachgebiet 4 ist unter anderem auch für die Versorgung zuständig, für das Organisieren von Fremdleistungen, für die Verwaltung und Verrechnung und für die ganzheitliche Betreuung. Sowie die Abstimmung hinsichtlich der Grundversorgung. Auch der Personentransport und die Infrastruktur der Leuchttürme fallen in den Verantwortungsbereich dieser Abteilung. Die Information der Bevölkerung ist sehr wichtig, daher werden in der S5 Pressemeldungen vorbereitet und Informationen auf allen möglichen Kanälen nach außen getragen. Zudem sind Social-Media-Kanäle zu überwachen und zu bespielen. Unser Aufgabengebiet ist die Vorbereitung der internen Kommunikation, Aufbau, Unterstützung, Technik und Meldesammelstelle. Außerdem werden hier eingehende Meldungen und Informationen aufbereitet. Zudem können die Verantwortlichen des Krisenstabes in einem möglichen Katastrophenszenario auf die Unterstützung vom Roten Kreuz, dem Samariterbund, der Stadtpolizei und der Freiwilligen Feuerwehr zählen. Neben der organisatorischen Vorbereitung, wie man mit Katastrophen in Kufstein künftig umgeht, wird in unserer Stadt laufend an Präventionsmaßnahmen gearbeitet. So wurden im laufenden Jahr zum Beispiel sogenannte Leuchttürme ausgestattet. Das sind notstromversorgte Anlaufstellen, die im Falle eines längeren Stromausfalles als Anlaufstelle für Bürgerinnen in Not dienen. In Mitterndorf wurde ein Auffangbecken errichtet, um im Falle eines nächsten Hochwassers der Stadtbäche das Geschiebe zurückzuhalten und die Überflutung des Siedlungsgebietes zu verhindern. Außerdem wird die technische Ausstattung unserer Einsatzorganisationen stets auf dem neuesten Stand gehalten. Zum Beispiel die Boxwalls, die bei der Feuerwehr stationiert wurden, haben bereits 2-mal bei Hochwasserereignissen sehr gute Dienste geleistet und Schäden verhindert. Eine Katastrophe, in welcher Form auch immer, ist immer die größte Herausforderung. Man weiß nie, in welchem Umfang, wann und was wie auf uns zukommt. Die Herausforderung ist dann, vorbereitet zu sein, eben im Katastrophenschutzplan und richtig darauf reagieren zu können und die richtigen Weichen zu stellen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stadt Kufstein und die Gemeindeeinsatzleitung bestmöglich organisiert sind, um im Katastrophenfall rasch agieren zu können. Mit allen vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen gilt es, das Schadensausmaß so gering wie möglich zu halten. Oberste Priorität gilt dabei immer dem Schutz der Bevölkerung. Wir haben von technischer Hilfe, juristischer Hilfe, Medienarbeit, wir haben alles abgebildet, dass Bürger sich an uns wenden können, dass wir in der Lage sind, ganz konkrete Hilfe vor Ort jederzeit bereitzustellen. Und zusätzlich hoffen wir natürlich, dass die Bevölkerung ihren Beitrag leistet, was ganz wichtig ist, auch Selbstvorsorge zu treffen und Nachbarschaftshilfe zu leisten.